Enhosag in Zahnen baut eine neue Lagerhalle. Für das muss sie zuerst die alten Pfeiler abbrechen. Die Enhosag liefert Energieholz für Schnitzelheizungen. So auch für die grosse Fernwärmezentrale von der EBL in Zahnen. Der Gesamtbedarf der Enhosag liegt bei etwa 50'000 Kubikmeter pro Jahr. Damit Schnitzelgut, das im Winter gebraucht wird, optimal gelagert werden kann, baut die Enhosag jetzt eine grosse Halle, die den ganzen Vorplatz überdeckt. Schon im Sommer wird die Lagerhalle bezugsbereit sein.